Jo, meine GTA-Freunde und auch Celebilisten, willkommen zurück zu GTA 5 Online und in diesem Video habe ich wieder einen ultra krassen RP-Glitch für euch. Könnt ihr extrem schnell leveln, denn ihr bekommt jedes Mal 15.000 RP und es ist wirklich mega cool. Wenn ihr neu hier seid, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr einen Daumen nach oben drückt und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert doch gerne die Glocke. Und dann würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Hier geht nämlich in die Online-Sitzung, drückt das Pause-Menü, geht auf Online, geht runter auf Spielerlisten, geht auf Erstellen, geht runter auf Arena War hinzufügen. Wenn bei euch dasselbe passiert wie bei mir, dass nichts angezeigt wird, dann spielt den Job vorher erst einmal kurz, denn dann könnt ihr nämlich über kürzlich gespielten Job dann das Rennen hinzufügen. Und zwar ist es Racket 3. Dieses Rennen fügt ihr hinzu. Wenn ihr das dann hinzugefügt habt, speichert ihr einfach nur die Spielerliste. Diese wird dann hochgeladen. Ich nenne es einfach jetzt mal RP. Zack. So, die wird hochgeladen, ihr seht's. Und jetzt startet ihr einfach nur diese Spielerliste, die ihr gerade erstellt habt. So, einfach starten. Der Nachteil ist, das Ganze ist nicht solo. Ihr braucht einen Freund dafür. So. Ihr geht jetzt einfach rein in den Job. Wenn ihr an dem Jobmenü seid, macht ihr die Anzahl der Runden auf 10. Bestätigt das Ganze. Und ladet jetzt einfach nur euren Freund ein, der euch dabei hilft. Okay? Wie gesagt, der Glitch ist verdammt einfach. Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass dieser wieder geht auf Insta. An der Stelle Dankeschön für die Nachricht. So, ihr wartet jetzt einfach nur, bis der Freund da ist. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, sobald euer Freund beigetreten ist, startet ihr das Ganze. Und wartet jetzt einfach nur, bis ihr dann dort im Job seid, okay? Welches Fahrzeug ihr auswählt, völlig egal. Okay? Hauptsache irgendein Fahrzeug, klar, müsst ihr ja. Und jetzt einfach auf Bereit drücken und ihr kommt dann in den Job. So, jetzt ist es so, euer Freund müsst ihr einweisen. Euer Freund soll einfach ganz chillig fahren, nicht zu schnell. Er soll halt nicht wegen Inaktivität rausfliegen. Ihr könnt euch da auch gerne abwechseln, weil ihr könnt die Spielerliste dann immer wieder starten. So, was ihr jetzt macht, ist einfach nur ganz, 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 ganz chillig fahren. Okay? Einfach ganz chillig. Ihr müsst jetzt nicht Gas geben. Ihr müsst auch jetzt nicht irgendwie so tun, als ob ihr hier der Überprofi seid. Ihr fahrt halt einfach ganz langsam hier im Kreis. Ne, ganz gediegen, ganz gechillt, so einen richtigen Rentner-Fahrstil einfach mal. So, sobald ihr dann wieder an der Ziellinie ankommt, fahrt ihr noch nicht durch. Ihr haltet einfach nur an. Okay? Einfach anhalten und wartet jetzt einfach ab, so bis die Zeit so zwischen 1 Minute 10, 1 Minute 20 ist. Okay? Einfach warten. Dann werdet ihr nämlich schon einiges feststellen. So, wir warten noch kurz, so 10, 15 Sekunden warten wir jetzt auf jeden Fall, bis wir dann reinfahren. Wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht Fullspeed geben. So, ihr fahrt einfach ganz gechillt los. So. 1 Minute 15, jetzt können wir so langsam reinfahren und sehen, wir haben schon die erste 15.000 XP bekommen. Jetzt fahrt ihr einfach weiter. Wir waren jetzt bei 1 Minute 16. So, jetzt fahren wir einfach weiter, fahren nochmal eine Runde. So, ganz gechillt. Ihr müsst, wie gesagt, nicht Gas geben. Euer Freund darf nicht rausfliegen. Schaut, dass ihr die 10 Sekunden schafft. Und jetzt ist es so, dass ihr die 1 Minute 16 unterbietet. Ihr müsst halt für Runde immer schnell sein und die Bestzeit unterbieten. Jetzt gucken wir, dass wir so bei 1 Minute 13, 14, 15 durch die Ziellinie fahren. Passt aber auf, dass euer Fahrzeug nicht zu viel Schaden nimmt.
Okay? Aber ihr müsst halt jetzt in dieser Runde wieder eure die zuvor gesetzte Zeit überbieten. So, wir warten jetzt nochmal. So. 10 Sekunden. So, bei 1 Minute 13 fahren wir los. Und Gas. Bam. Nächste 15.000 RP bekommen. Und jetzt fahrt ihr weiter. Ihr müsst halt immer, wie gesagt, Runde für Runde ganz gechillt fahren. Ganz gechillt. Wir machen jetzt hier, damit das Video nicht zu lang wird, die letzte Runde. Und dann zeige ich euch per Standbild, dass es wirklich, wirklich 15.000 RP gibt. Wir düsen jetzt einfach durch. Ihr wisst, wie das Prinzip funktioniert. Und siehe da, und zack, nochmal 15.000 RP bekommen. Und jetzt könnt ihr, das war jetzt zu schnell, ihr müsst halt schauen, dass ihr wirklich Runde für Runde die Zeit unterbietet und weiterhin die 15.000 RP zu bekommen. Wir machen jetzt nochmal die Runde, es lohnt sich nämlich, und kriegen erneut 15.000 RP. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne einen Däumchen nach oben. Wenn ihr neu seid, gerne auch ein Abo. Und dann sage ich, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.